Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pentiment. Ja, und so kurz vor der Urteilssprechung haben wir drei Verdächtige im Fokus. Bruder Guy, der auf jeden Fall sehr viel Dreck am Stecken hat und ein Motiv hat, ja, dass hier alles zusammenbricht, sodass er den Ort verlassen kann und ein glückliches Leben, ja, mit dem beiseite geschafften Geld führen kann. Lenard und Hanna stecken auch beide unter einer Decke, haben eine Affäre. Hanna möchte den Gasthof retten, in dem die Pilger nach wie vor in diesen Ort kommen. Hat durchaus ein Motiv und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen bei dem Lenard bohren und hoffen, dass wir noch mit ihm jagen gehen können. Allerdings möchte ich vorher noch einmal in den Wald, weil wir sind ja abgestürzt. Ich frage mich, ob wir da noch mehr beäugen können, ohne wieder durchs Aquädukt zu müssen. Nein, können wir nicht. Der Weg ist uns versperrt. Ist nicht schlimm. Dann werden wir jetzt einmal Richtung Rathaus gehen. Denn was wir auch beachten müssen, was das Motiv für Hanna ein bisschen stärkt, sie, beziehungsweise ihr Sohn, hat ja gesagt, dass sie abends mal zum Rathaus hin ist, und das macht ja schon oder erweckt den Verdacht, was die Sabotage angeht. Müssen wir hier in die Nordstadt. Ah, wen haben wir denn hier? Unseren neuen besten Freund. Hallo Andreas. Wir gehen mal in das Stolzhaus. Das ist auch gleichzeitig die Praxis, okay. Hochgehen können wir hier nicht. Okay. Haben wir das auch einmal final geklärt. Das Isenkopfhaus. Und hier haben wir Balthasar. Am Basteln. Hilft uns aber auch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, meine Freunde, gehen wir zu Lenard. Werden da einfach mal probieren, vielleicht das Puzzle, was wir vor uns haben, ein bisschen zu komplettieren. Auch wenn wir das Motiv ganz schlecht nur erkennen. Okay, hier haben wir Paul. Hallo Meister Maler. Wir gehen ins Müllerhaus. Okay, hier haben wir Staub. Natürlich streichen wir dich einmal. Joa. Mal gucken, ob er jetzt mit uns jagen geht. Andreas. Hallo Lenard, habt ihr kurz Zeit? Sicher, was wollt ihr? Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich euch auf der Spur bin. Ich weiß von euch und Hanna. Und? Kennt ihr da keinen Anstand? Es ist mir egal, dass ihr ein Betrüger seid, aber ich habe euch bei den Ruinen gesehen. Ich habe Hanna gesagt, dass sie mich nicht am helllichten Tag dort treffen soll, diese dumme Kuh. Denkt ihr, es schert mich, wer von uns weiß? Ich habe es mit den meisten Frauen in dieser Stadt getrieben, Andreas. Niemand hat deswegen irgendetwas unternommen. Ihr werdet das nicht ändern können. Ihr macht mir keine Angst. Was wollt ihr? Ihr habt gesagt, ich könnte ein Problem sein. Ihr habt Hanna gefragt, ob sie zu einem Mord fähig ist. Aber sie hat nicht geantwortet. Glaubt ihr, sie hat Otto umgebracht? Sie hat gesagt, dass ihr beide Otto loswerden wolltet. Natürlich wollten wir das. Er hat Ärger gemacht. Das heißt nicht, dass ich ihn umgebracht habe. Das habe ich auch gesagt. Was ist mit ihr? Hanna? Ha! Sie ist eine Teufelin, natürlich, aber zu feige. Sie kann ihrem Mann nicht mal sagen, dass sie ihm fremd geht. Da wird sie Otto nicht töten können. Wenn ihr einen Sündenbock sucht, dann nehmt euch Martin vor. Irgendetwas ist faul an dem Kerl. Und Otto wusste das. Sind wir jetzt fertig mit diesem lästigen Verhör? Ich habe zu tun. Okay, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit.
Nehmen wir Martin mit auf in unsere Liste. Müssen wir nur mal schauen, wo könnten wir Martin finden? Ja, den haben wir noch gar nicht untersucht. Aber die Zeit rennt weg. Die Zeit rennt weg. So, wo könnten wir ihn finden? So, Martin Bauer, Sohn von Franz und Kathi Bauer, Ehemann von Brigitta. Bekannt für seine pflegelhafte Jugend mit anschließender Flucht aus Tassing und reumütiger Rückkehr. Also müssten wir am besten einmal zu dem Hof. Da geht es nur in den Wald. Mann, Mann, Mann. Diese Stadt ist, oder diese Stadt, sage ich schon, dieser Ort ist echt ein Sündenfuhl. Das ist Wahnsinn. Okay. Ach, Andreas. Wie geht es euch nun nach der Schlägerei? Ihr konntet wohl dem Schlimmsten entgehen. Ich bin wohl von Natur aus eher vorsichtig. Ich wollte mit diesem Söldner einfach nichts riskieren. Oh, er war auf jeden Fall ein harter Brocken. Man weiß nie bei diesen Landsknechten. Die meisten von denen sind nur Pisse und Bier. Wir sind einfach auf einen echten gestoßen. Jedenfalls ist es schön, euch nach all den Jahren zu sehen. Es überrascht mich, das zu hören. Deine letzten Worte an mich damals waren alles andere als freundlich. Tatsächlich, es ist so lange her. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Du sagtest, ich könne dich mal. Oh Gott, das ist schlimm. Ich war so ein kleiner Scheißer. Na, es tut mir leid, dass ich damals so ein Aas war. Du scheinst seitdem viel gelernt zu haben. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Das war vor langer Zeit, wenn immer das Erste. 7 Jahre sind eine lange Zeit für einen jungen Mann. Besonders, wenn er durchgemacht hat, was ich erlebt habe. Was ist überhaupt mit dir passiert? Ah, richtig. Ihr wisst, dass ich dem Baron einige Dinge gestohlen hatte. Ich bin nicht sehr weit damit gekommen. Ich wollte alles in Wallgau verkaufen und wurde ausgeraubt. Ihr schiebt mir wohl nur recht. Zum Glück haben sie die Münzen nicht gefunden. Mit dem Geld konnte ich noch 1,5 Monate durch Bayern ziehen. Dann fing ich an zu stehlen. Mit der Zeit wurde ich kräftiger und selbstbewusster und wurde schließlich ein Straßenräuber. Das Glück, dass du nicht getötet wurdest, oder du warst Räuber? Schwer zu glauben, ich weiß, aber ja. So oder so, es hat nicht lange angehalten. Irgendwann hat mich die Angst übermannt. Im letzten Jahr meines Abenteuers hatte ich einen Kumpan. Wir wollten ein paar Italiener ausrauben. Wir dachten, sie wären Händler unter dem Banner des Heiligen Georg. Aber sie waren Soldaten, die das Geld der Bank des Heiligen Georg in Genua bewachten. Ganz genau. Das habe ich später herausgefunden. Mein Kumpan hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Ich war verwundet und allein in der Wildnis. Ich dachte an meinen Vater, meine Mutter, Brigitta. Mir wurde klar, dass ich mich nicht mehr an Wolfs Gesicht erinnern konnte. Ich musste zurückkommen und mich der Verantwortung stellen, die ich einfach zurückgelassen hatte. Du bist der verlorene Sohn unserer Zeit. Es ist gut so, zum Wohle aller. War es schwer, zurückzukehren? Das war es. Es fühlte sich an, als wäre ich aus einem ganz anderen Leben in dieses getreten. Es hatte eine Weile gedauert, mich an alles zu gewöhnen, um mich daran zu erinnern, wie es früher war. Nun, das ist jetzt alles Vergangenheit. Ich muss nach vorn sehen. Martin, wer bist du? Was meint ihr? Werner Stolz sagt, du hast eine Narbe nicht mehr, eine große. Was? Ich hatte als Kind eine Narbe? Nun ist sie verblasst.
Na schön, genug von diesem Unsinn. Ihr habt doch angefangen, ich weiß nicht, was ihr wollt. Okay, wir haben eigentlich alles positiv, Rednerhintergrund, Martin mit seiner verschwundenen Narbe konfrontiert. Es ist trotzdem eine 50-50-Chance. Warum gibst du es nicht einfach zu? Und es war klar, eine Niederlage, weil ihr Unsinn redet. Was ist nur mit euch los, Andreas? Vergesst es, ich muss nicht hier stehen und mir das anhören. Geht mir einfach aus dem Weg, ja? Na, super. Andreas, Andreas Mahler? Hallo, Kati. Ach, sieh mal einer an, ihr seid zurück in Tassing. Und schaut euch an, ihr scheint es durchaus zu etwas gebracht zu haben. Und wer ist das? Kati, ich darf euch Kaspar vorstellen, meinen Lehrling. Hallo. Er hat die Körperhaltung eines Künstlers, das sieht man. Ein gutes, starkes Gesicht. Wirklich? Was führt euch zurück nach Tassing, Andreas? Ich bin nur auf der Durchreise zurück nach Nürnberg. Wie ist es euch ergangen, Kati? Gut, wie mir scheint. Eigentlich wäre ich ja höflich, aber ich nehme das. Ich habe Martin vorhin gesehen. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Richtig, er ist verschwunden, als ihr das letzte Mal in der Stadt wart. Franz ist vor einigen Wintern verstorben. Wolf, Brigitta und ich hätten fast den Hof verloren und unseren Verstand. Aber Martin kehrte kurz darauf zurück und er war wie verwandelt. Ein guter Mann. Er hat uns vor der Armut gerettet. Die Segnungen des Herrn kommen oft auf geheimnisvolle Weise zu uns, aber sie sind dennoch Segnungen. Ich hatte mich schon oft gefragt, wo Wolf ist. Es tut mir sehr leid, Kati. Mein Beileid zum Tod von Franz. Wollen wir einen von beiden bevorzugen? Nimm das. Merkwürdig nur, dass eurer in Form eines buchstäblich verlorenen Sohnes kam. Ja, das ist er wohl. In Wahrheit hatte ich Angst, meine Prüfungen würden mich zerbrechen. Und nur die Fürsorge von Vater Thomas hat das verhindert. Er führte mich durch schwierige Seelenzustände, als Franz gestorben war. Mein Beileid. Vielen Dank, er war ein, naja, ein schwieriger Mann. Ich hoffe, dass sein Schmerz und Leid gelindert werden, jetzt da er an Gottes Seite ist. Und jetzt, nach Martins Rückkehr, ist der Hof nicht mehr in Gefahr und Brigitta und ich leben in der Hoffnung, dass bald mehr Kinder da sind. Die Zeiten in Tassing sind gerade schwierig, aber Gott erhört unsere Gebete wirklich. Das freut mich. Ja, das freut mich. Ich freue mich, dass es euch und eurer Familie gut geht, Kati. Trotz allem. Vielen Dank, Andreas. Es ist wirklich schön, euch wiederzusehen. Auch inmitten solch schrecklicher Zeiten. Ich wollte euch eigentlich mehr über euren Sohn fragen. Martin scheint anders zu sein, als ich ihn in Erinnerung hatte. Was hat sich geändert? Martin scheint sich verändert zu haben, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Fast so, als wäre er eine völlig andere Person. Das weiß ich nicht. Oh, aber er war noch fort, als ihr Tassing verlassen habt, oder? Er ist mehrere Wochen später zurückgekommen, so wie immer. Das stimmt ja eigentlich nicht. Haben ihn seine Reisen verändert oder die Zeit? Nehmen wir das Erste. Nur Gott kennt die Wahrheit im Herzen eines Menschen, aber ich vermute, dass die Herausforderungen unterwegs seine Erinnerungen an zu Hause angenehmer gemacht haben. Er hat seit Jahren nichts mehr gestohlen oder ist davongelaufen. Wahrlich, der Herr sorgt für seine Gläubigen. Aber neulich haben er und Otto gestritten. Wisst ihr warum? Haben sie das? Tut mir leid, Andreas, aber darüber weiß ich nichts. Martin unterstützt Otto bei seinen Bemühungen gegen die Steuern des Abts. Sie haben keinen Grund zum Streit. Ich weiß nicht, Kati, ihr Streit war ziemlich hitzig. Otto wusste, dass Martin nicht der ist, für den er sich ausgibt, Kati. Otto hätte ihn dazu drängen können, seine Sache zu unterstützen. Ich weiß, dass Martin sich verändert hat, aber dass er ein anderer Mann sein soll, das ist absurd.
Nach Franz Tod hat Gott mich gesegnet, indem er mir meinen Sohn zurückbrachte, geheilt von seiner Dunkelheit. Wir sollten dankbar sein, dass der Herr Martin ins Licht geführt hat. Natürlich, Kati, auch schon gut, nichts sagen. Glaub mir, Andreas, ich kenne meinen eigenen Sohn. Martin würde so etwas niemals tun. Wie ihr meint. Bis später, Andreas. Bis dann. Ja gut. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Okay, mit Elsa können wir nicht reden. Können wir jetzt mit ihm jagen? Andreas, es ist so ein schöner Tag. Wie wäre es mit einem Jagdausflug in die Berge? Wenn Soldaten die Stadt umstellen, seid ihr sicher, dass das ungefährlich ist? Sie umstellen die Bauern. Der Herzog weiß, dass ich dem Abt unterstütze. So wie immer. Ihr und ich sind nicht in Gefahr, Andreas. Wenn wir jagen wollen, können wir jagen. Wir nehmen mal das Erste. Wenn es hilft, kann ich euch sagen, was ich weiß. Und ich weiß einiges. Was wisst ihr? Nein, kommt mit mir auf Jagd, dann sage ich es euch. Na schön, in Ordnung. Wundervoll. Ihr müsst den Jungen aber hier lassen. Er würde uns nur aufhalten. Ich verstehe. Kaspar, du kannst hier bei Paul bleiben, bis ich wieder da bin. In Ordnung, Meister. Wie kommt ihr mit dem Aufstieg zurecht, Maler? Es ist ein wenig schwieriger, als ich erwartet hatte. Der schwerste Teil ist geschafft, nur noch ein kleines Stück. Rastet einen Augenblick und lasst mich wissen, wann ihr bereit seid, weiterzumachen. Von hier aus kann ich ganz Tassing und Kirsau sehen. Und wir sehen... Moment. Das da hinten ist ein Heerlager, oder? Vielleicht habe ich genug Zeit für eine schnelle Skizze. Trotz all der Probleme in Tassing sieht es von hier oben doch friedlich aus. Warum ist es nur so schwer? Als würde mein Verstand wollen, dass meine Hand innehält. Ich kann nicht einmal so schönes zeichnen wie dieses Tal. Nutzlos, was für eine Zeitverschwendung. Eieiei, nicht gut. Was haben wir hier? Schnee im Juni. In einigen Teilen der Alpen schmilzt der Schnee nicht vor dem Spätsommer. Okay. Seht, die Soldaten des Herzogs gehen rund um die Stadt in Stellung. Peter hat keine Ahnung, in welche Lage er die Bauern gebracht hat. Bei Einbruch der Dunkelheit wird es zu spät sein. Nur wenn ich Ottos Mörder nicht vorher finde? Ihr scheint ziemlich zufrieden mit der ganzen Situation zu sein. Das bin ich. Es ist an der Zeit, dass die Bauern wieder in ihre Schranken gewiesen und an die Ordnung der Dinge erinnert werden. All dieser Platz für Felder. Es ist bedauerlich, dass wir die Bauern brauchen, um sie zu bestellen. Warum hasst ihr die Bauern so sehr? Sie führen ein hartes Leben und verrichten schwere Arbeit. Nehmen wir das Erste. Ich würde sagen, sie sind wertlos, aber sie leisten die erforderliche Arbeit, nehme ich an. Sie sind schmutzige Rohlinge, einer dümmer als der andere, und taugen nur zum Schuften. Es ist schwer, sie wirklich als Menschen zu betrachten. Woher kommt diese Verachtung für sie? Mein Vater sagte immer, wenn man versucht, einem Bauern zu helfen, zieht er dich nur hinab in seinen Dreck. Wie eine dumme Kuh, die im Schlamm steckt. Es ist besser, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Doch immerhin haben ihre Frauen etwas wert. Versteht mich nicht falsch, sie sind so dumm wie die Männer, aber sie haben auch ihre Reize.
Wenn sie jung sind, natürlich. Sie altern wie Buttermilch in der Sonne. Wir sagen mal nichts. Genug der Worte. Seid ihr bereit für den Aufstieg? Ja, machen wir weiter. Wild kommt zu jeder Jahreszeit auf diese Lichtung. Da vorne ist ein natürlicher Sichtschutz. Von dort können wir beobachten. Okay, er mit seinem neuen Gewehr und wir mit der Armbrust. Ich muss gestehen, ich hielt nicht viel von euch, als ihr zuletzt in Tassing wart. Armer Künstler und so. Was hat sich geändert? Ja, wir sind jetzt reich und haben Bedeutung. Ihr habt etwas aus euch gemacht, wurdet ein Meister in Nürnberg. In 7 Jahren seid ihr von einer baufälligen Bauernkarte aufgestiegen zu einer eigenen Werkstatt. Männer wie wir schaffen unser eigenes Glück. Nee, ich will den nicht provozieren, ich will mehr herausfinden über den Mörder. Wir sagen nichts. Vater Gärtner wird auf demselben Feld wie sein Vater ackern, bis er umfällt, und so auch York. Bauern verlangen nach der Welt, doch sie können nicht einmal begreifen, was außerhalb ihres winzigen Feldes liegt. Wir sagen mal nichts. Dieser Bauernaufstand, er wird nirgendwo hinführen. Ob es nun friedlich oder gewaltsam endet, sie werden nicht gewinnen. Wenn sie einen Sündenbock für Ottos Tod wollen, sollten sie sich Martin Bauer ansehen. Warum sollte er Otto töten wollen? Martin wollte Ottos kleinen Aufstand nicht unterstützen. Er war recht zufrieden damit, wie die Dinge standen. Aber kürzlich hat sich etwas geändert. Ich glaube, Otto hat etwas über Martin erfahren, das er nicht preisgeben wollte. Es war schlimm genug, um Martin dazu zu bringen, Otto nicht mehr zu widersprechen und ihn stattdessen vor dem ganzen Ort zu unterstützen. Ist das alles? Welche Beweise gibt es? Was für ein glücklicher Zufall, dass ihr mit Werner und Balthas gegessen habt, als der Mord geschah. Findet welche. Wenn Otto es herausgefunden hat, müssen andere auch davon wissen oder immerhin einen Verdacht hegen. Psst, runter. Da ist er. Seht ihr ihn? Ihr führt, ich werde folgen. Okay, das war schlecht. Ihr habt mich um Haaresbreite verfehlt. Ich konnte die Kugel an meinem Kopf vorbeifliegen hören. Besser als zu hören, wie sie in euren Schädel einschlägt. Ich muss zugeben, das ist nicht die präziseste Waffe. Aber sie hat doch das Ziel getroffen. Welch Privileg. Mein Jagdpartner hat mir nicht den Kopf weggeschossen. Oh, entspannt euch, Maler. Es geht euch gut. Suchen wir den Hirsch. Er kann nicht weit sein. Es ist noch nicht tot. Wir haben wohl beide verwundet, aber nicht genug. Es ist leicht, ein dummes Tier zu töten, wenn es hilflos ist. Sagen nichts. Also gut, suchen wir einen langen Stock, um das Wild zu tragen. Dann müssen wir nicht lange suchen, der liegt direkt vor uns. Das war eine gute Jagd. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Ich bin mit euch gegangen in der Hoffnung, ihr könntet mir etwas Nützliches über Ottos Tod erzählen. Das tat ich. Vielleicht war es nicht, was ihr wolltet, aber es kümmert mich auch nicht wirklich, was ihr wollt. Denkt über meine Worte nach, über Martin. Ich werde es überprüfen. Es freut mich, das zu hören.
Viel Glück, Andreas Mahler. Die Truppen sind eingetroffen. Shit. Alle werden darauf warten, meine Beweise zu hören. Eieiei. Ich sollte in die Stadt gehen und bereit sein, eine verdächtige Person zu nennen. Ob ich Martin Bauer noch mal antreffe. Hallo Andreas. Wir haben nicht viel Zeit. Bringen wir es hinter uns. Ich weiß, dass manche von euch sich fürchten. Manche wollen aufgeben, aber wir dürfen jetzt nicht nachgeben. Vielleicht können wir nicht erreichen, für was wir kämpfen, aber wir können Gerechtigkeit für Otto finden. Hört, hört, für Otto Gerechtigkeit. Vater, was ist mit den Soldaten des Herzogs? Sie kommen schon den ganzen Tag näher. Ich weiß, deswegen müssen wir das jetzt tun, ehe es zu spät ist. Jetzt muss uns Andreas nur noch sagen, wer es war. Kein Zögern mehr, Andreas. Wir müssen wissen, wer Otto getötet hat. Jetzt. Kann Andreas über uns überhaupt die Wahrheit sagen? Natürlich kann ich das. Seitdem ihr die Mönche in die Bibliothek getrieben habt, habe ich mich nur damit beschäftigt. Ich sage euch, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann, nicht damit ihr Rache nehmen könnt? Was? Weshalb nicht? Ich habe auch vor 7 Jahren nicht gelogen und werde jetzt nicht damit anfangen. Ruhe, Ruhe. Wenn Andreas sagen kann, wer schuldig ist, dann soll sich diese Person vor Gericht verantworten, nicht vor uns. Ich werde darüber nicht streiten, Ulrich. Wir haben keine Zeit. Nur, wenn wir jetzt handeln, können wir für Gerechtigkeit sorgen. Nichts darf uns noch aufhalten. Ein Name, Andreas. Gib uns einfach einen Namen. Wir erledigen den Rest. Sie hat es geschafft. Es ist da. Rachel hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Still, still. Alle zurück. Gib Rachel etwas Platz. Ja, Agnes, natürlich. Alles ist gut. Gott sei gedankt. Okay. Gesund und munter, ein kleines Mädchen. Baruch Hashem. Bei allem, was umgeht, bei allem, was hätte geschehen können. Gott sei gepriesen. Gott sei gedankt. So ein Segen. Ja, Gott sei gedankt. Genau. Peter, es tut mir leid. Ich kann dich nicht weiter unterstützen. Ich verstehe euer Anliegen, aber ich muss meine Tochter schützen und meine Freunde. Ich habe schon Marie und Bert verloren. Ich kann das nicht noch einmal durchstehen. Wenn wir den Wünschen des Herzogs nachgeben müssen, um uns zu schützen, tue ich das. Ich glaube an dein Anliegen, Peter, aber nicht um den Preis von noch mehr Gewalt. Okay, Klaus, wir können doch nicht vor der Gewalt einknicken. Das ist für uns alle eine belastende Zeit. Ihr trefft die richtige Entscheidung, Klaus. Jetzt stehen Leben auf dem Spiel. Wir nehmen das. Bitte entschuldigt mich. Ich muss einen Moment allein sein. Ich kann ihn voll und ganz verstehen. Vielleicht hat er recht. Das ist zu viel. Genau, was ist denn mit unserer Sicherheit? Oh, das ist gut, das ist gut. Sie wenden sich gegen ihn. Wie könnt ihr alle so einfach aufgeben? Dieser Soldat meinte, der Herzog könnte der Stadt Zugeständnisse machen,
wenn wir den Abt gehen lassen. Gewiss wird das ausreichen. Vielleicht reicht es, auf die Soldaten des Herzogs zuzugehen, besonders wenn ihr den Abt gehen lasst. Die Soldaten und der Abt werden nicht hören. Wir sollten das selbst in die Hand nehmen. Nee, wir nehmen das Erste. Gewalt wird nichts lösen. Den Abt freizulassen und dafür Zugeständnisse zu erhalten, ist die beste Lösung für alle, Peter. Den Abt gehen zu lassen wäre gerecht, oder? Wenn er doch Otto nicht ermordet hat. Ihr Städter versteht nicht. Den Abt laufen zu lassen ändert gar nichts. Wenn wir nicht die Erleichterung bekommen, die wir brauchen, krepieren alle Bauern am Hunger. Und was macht Tassing dann? Und Ottos Tod muss gerecht werden. Geht nicht fort, Ulrich. Glaubt mir, ich stehe nach wie vor zu euch, Peter. Aber Ulrich, das ist nicht dein Kampf. Gret, es ist gut und christlich, bei den Bauern zu stehen. Ich kann nicht anders. Verdammt seid ihr alle. Solch ein Verhalten ist waghalsig und grausam, gerade jetzt. Raus, raus mit euch allen. Lasst Rachel ruhen. Ja, Agnes, wir gehen jetzt. Andreas, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen Gerechtigkeit für Otto finden, bevor die Soldaten des Herzogs ankommen. Ja, setzen wir das draußen fort, lassen wir zumindest Rachel und das Kind in Frieden. Wismajor? Kein Zögern mehr, keine Unterbrechung. Sagt uns, was ihr wisst, Andreas. Gebt uns einen Namen. Gebt uns einen Namen und die Mönche werden zusammen mit ihren kostbaren Büchern verbrennen. Erinnere dich an dein Versprechen, du lässt sie gehen, du wirst ihnen nichts tun. Es wird euch allen nichts bringen, den Täter anzugreifen. Lasst uns den Mörder einfach den Männern des Herzogs übergeben. Nun gut, ich sage es euch. Ja, wir sollten ihn daran erinnern. Ja, ich erinnere mich, aber zuerst müsst ihr uns geben, was wir fordern. Sagt es uns. Ich habe eine Bedingung. Himmel, Herrgott, Sakramentmaler, wir haben für so etwas keine Zeit. Es wurde bereits genug unschuldiges Blut vergossen. Lass Kaspar gehen, bevor es noch schlimmer wird. Lass Kaspar gehen. Er muss diese Sache nicht hineingezogen werden. Nimm das Erste. Er ist noch ein Junge, Peter, bitte. Was, gehen? Nun gut, der Junge kann gehen. Es ist nicht sein Kampf. Okay, wir wollen ihn überzeugen, Tassing zu verlassen. Aber es sieht nicht gut dafür aus. Bitte, Kaspar, ich könnte nicht damit leben, wenn euch etwas zustieße. Wir haben, so wie es aussieht, absolut keine Chance, dass er Tassing verlässt. Und ich glaube, das lässt auf nichts Gutes für ihn deuten. Nein, nein, Meister Andreas, ich werde euch nicht verlassen. Ich weiß, dass ihr nicht wollt, aber ihr müsst. Geht zurück nach Salzburg, zurück zu eurer Familie. Bitte. Meister Andreas, ihr werdet mich wieder unterrichten, wenn das alles vorbei ist, oder? Natürlich, Kaspar, ich werde dir folgen. In Ordnung. Ich werde euch bald sehen, Meister. Okay, er geht. Das ist gut. Wer hat Otto umgebracht? Okay, wir haben Hanna. Wir haben Guy. Bei Hanna haben wir 3 Beweise, bei Guy haben wir 6. So, wir fassen trotzdem nochmal kurz zusammen. Kaspar und ich haben ein Gespräch zwischen Hanna Bergerin und Lenhard Müller mitgehört. Sie sagt, sie sei froh, dass jemand Otto getötet habe, weil ein Aufstand die Pilgerbesuche im Schrein des Heiligen Moritz gefährdet hätte. Und das wäre für die Goldene Hand katastrophal gewesen. Es wurde auch klar, dass sie eine Affäre mit dem Müller hat. Fabian hat erwähnt, dass in Hannas häufige Besuche im Rathaus seltsam vorkamen. Möglicherweise war sie dort, um eine geeignete Möglichkeit für den Mord an Otto zu finden. Kilian Berger hat mir eine Nachricht gegeben, die er beim Putzen auf dem Boden gefunden hat. Sie stammt eindeutig vom Fadenzieher. Sie lässt vermuten, dass Otto die Abtei und die Hand des Heiligen Moritz zerstören wollte. So, Guy.
Oder Voislav hat gesagt, er habe Bruder Guy neulich im Schlachthaus gesehen. Dieser erschrak, als Voislav sich ihm näherte. Aber Voislav nahm an, er wäre lediglich nervös wegen Ottos Forderung. Ich sollte das Schlachthaus nach Hinweisen durchsuchen und ich habe das Hauptbuch mit den Finanzen der Abtei in der Sakristei gefunden. Bruder Guy benutzt eine Methode zur doppelten Buchführung. Seine Aufzeichnungen sind akribisch, vielleicht zu akribisch. Zwischen den Seiten befand sich ein fast leeres Pergamentblatt, sein Zweck ist unklar. Okay, ich habe im Schlachthaus ein Buch gefunden, das dort ziemlich fehl am Platz erscheint. Es handelt sich um ein Handbuch zur Durchführung nekromantischer Rituale. Zwischen den Seiten steckte zudem ein Blatt Papier mit handschriftlichen Notizen. Ich habe frische Zitronen in Bruder Guys altem Schreibpult gefunden, merkwürdig. Ich erkenne die Handschrift in dem Buch über Nekromantie, sie gehört Bruder Guy. Er muss dieses Buch für einen sinistren Zweck benutzt haben. Bruder Guy hat mit Zitronensaft eine unsichtbare Nachricht auf das Pergament im Hauptbuch der Abtei geschrieben. Ich hielt das Pergament über eine Flamme und konnte so die versteckte Nachricht sichtbar machen. Es handelte sich um ein zweites kurzes Hauptbuch mit Einzahlung, die Bruder Guy über einen Kontakt in Augsburg auf ein Bankkonto der Fugger vorgenommen hat. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass er die Abtei bestiehlt. Wir nehmen erstmal Hanna. Hanna Bergerin hat Otto getötet, um den Gasthof zu schützen. Um den Gasthof zu beschützen? Warum sollte der Gasthof in Gefahr sein? Ich habe gehört, wie Hanna sich Lenhardt an der alten Ruine auf der Wiese anvertraut hat. Sie hat Angst, dass die Hand von St. Moritz zusammen mit dem Abt verschwinden würde, wenn Otto ihn vertreibt. Keine Reliquien, keine Pilger, keine goldene Hand. Hanna war im Rathaus. Warum? Wir haben uns jetzt für Hanna entschieden, weil ich glaube, Guy wird den Mord nicht begangen haben. Das glaube ich nicht. Das ist ein kleiner feiger Hund. Aber da ist was Größeres im Gange und das möchte ich herausfinden. Was hat sie dort gemacht, wenn nicht Ottos Tod geplant? Wir hätten es wissen müssen. Sie ist neu hier und hat die Bauern nie unterstützt. Hat nie unterstützt, was Otto getan hat. Und wenn sie sich zu den Ruinen geschlichen hat, um mit dem Bastard Lena zu sprechen, ich glaube, mehr muss dazu nicht gesagt werden. Na nun gut, Peter, wir haben Andreas angehört, aber die schuldige Person sollte sich verteidigen dürfen. Du gehst nirgendwo hin, Peter. Du holst dir niemanden. Das wird keiner von euch. Hanna steht unter meinem Schutz und eure Zeit ist abgelaufen. Peter, ich freue mich, dass das flackernde Flämmchen deiner erbärmlichen Rebellion löschen könnte. Hört mir zu, ihr alle. Es ist vorbei. Ihr seid erledigt. Alles, was ihr jetzt noch tun könnt, ist den Abt befreien, um die Gnade des Herzogs beten. Wenn sich jemand von euch meiner Mühle nähert, bekommt ihr nichts von mir. Dieser verdammte Kerl. Denkt er, dass er uns aufhalten kann? Uns alle? Das kann er nicht. Peter, das ist schon zu weit gegangen. Wir müssen den Abt freilassen, ehe es zu spät ist. Der Abt kann zum Teufel gehen, Ulrich. Und wenn ihr uns nicht helfen wollt, könnt ihr ihm gleich folgen. Okay, wir können das Ganze noch gerade biegen. Peter, hör auf Ulrich, er hat recht. Das ist unsere letzte Gelegenheit, um Gerechtigkeit für Otto zu erlangen, Ulrich. Peter, hör auf Ulrich, er hat recht. Nein, hat er nicht. Warten wir auf die Männer des Herzogs. Sie können Ordnung in die Sache bringen. Niemand muss verletzt werden. Peter, es war auch die Menge, die den Tod unseres Herrn Jesus Christus forderte. War das gerecht? Es muss eine friedliche Lösung geben. Wir nehmen das Erste. Der Herzog schert sich nicht um Otto. Genauso wenig wie der Abt. Wir sind auf uns allein gestellt. Zur Mühle. Bleibt zurück, ihr Pflege. Das wird auch für euch kein gutes Ende nehmen. Hanna steht unter meinem Schutz und ich werde nicht zögern, euch zu erschießen, wie die wilden Tiere, die ihr seid. Haltet euch bloß fern von meiner Mühle. Und ihr, Andreas, ich dachte, ihr hättet etwas aus unserem kleinen Gespräch gelernt. Ihr seid wohl doch ebenso erbärmlich wie der ganze Rest. Ihr seid ein Aas, Lenhardt. Ihr habt die Bauern immer falsch eingeschätzt.
Ich habe euch niemals zugestimmt. Wenn ich den Mörder aus Lehnert, macht die Sache nicht noch schlimmer. Ich möchte hier von Quintal sein, die Bauern haben mich gezwungen. All das ist Wahnsinn. Endlich den Mörder aus. Leckt mich, Andreas. Ich dachte, ihr besäßt Rückgrat. Aber ihr seid ein rückgratloser Bastard. Else, nehmt den Jungen und geht. Ihr müsst euch hier nicht mit einmischen. Nein, Else, kommt zurück. Wag es nicht, mir zu gehorchen, Paul. Hörst du? Hol deine Mutter wieder rein. Nein. Ich werde nicht mehr bleiben. Ich nehme Mutter und werde gehen. Weit weg von dir. Das wirst du bereuen, Junge. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie dein Leben verläuft, wenn du gehst. Lehnert, lass sie gehen. Sie haben lange genug unter deiner Herrschaft gelebt. Das war von dir zu erwarten, Paul. Du warst mir als Sohn immer eine Enttäuschung. Und Else, wenn du das tust, wirst du niemanden sonst finden, der dich liebt. Du wirst ein nutzloses altes Weib wie Ottilia sein, Else. Es ist vorbei, Lehnert. Sie sind fort. Jetzt fühlt ihr euch nicht mehr so überlegen, nicht wahr? Ihr werdet alles verlieren, genau wie wir. Gebt auf, Müller. Es sind mehr von uns hier draußen als ihr in der Mühle und ihr könnt uns nicht alle erschießen. Gebt uns Hanna, ihr Bastard. Ich habe Otto nicht getötet. Ich hatte Angst davor, was mit dem Schrein passieren würde. Aber ich würde niemals jemanden töten. Bitte, denkt an meine Familie. Was ist mit Ottos Familie? Was ist mit meiner Tochter, einer Witwe? Mit meinem kleinen Sohn? Jetzt ist es zu spät, um Gnade zu erflehen. Ihr seid alle des Wahnsinns. Das ist keine Gerechtigkeit. Und das wisst ihr. Euer Gerede wird daran nichts ändern. Ihr habt euch doch nie um Recht oder Gerechtigkeit geschert oder um Anstand und Angemessenheit, Lehnert. Ha, du hast mich all die Jahre lang gewähren lassen, Peter, und nichts unternommen. Du bist nie für etwas eingestanden und wirst heute nicht weiterkommen, du Feigling. Peter, Lehnert, lasst uns heute Abend den Frieden suchen. Solche Worte sind des Christens nicht würdig. Ein Feigling? Ich? Kommt herunter und stellt euch mir wie ein Mann. Ihr elender Lunke. Bitte, so beruhigt euch doch. Wir können es doch friedlich regeln. Gewalt ist keine Lösung, Peter. Oh, pass auf, der drückt gleich ab und trifft irgendjemanden, den er nicht treffen sollte. Ihr dürft ihm dafür keine Schuld geben, Ulrich. Peter und seine Familie kennen nur Gewalt. Bei Christine hat es seinen Zweck erfüllt. Wie könnt ihr es wagen, ihren Namen in den Mund zu nehmen und noch zu behaupten, dass... Shit. Warum? Lehnert, ihr habt ihn getötet. Mord. Ihr Monster, verbrennt ihn. Lasst ihn büßen. Gerechtigkeit. Ihr wart lange genug eine Bedrohung für diese Stadt, Lehnert. Aber Mord? Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Lasst beide Mörder zusammen sterben. Eieiei. Andreas, Truppen nähern sich der Stadt. Wir müssen jetzt aufbrechen. Wir müssen den Akt gehen lassen, damit er mit den Soldaten des Herzogs sprechen kann. Ihr habt recht. Gehen wir. Das ist jetzt das Wichtigste, damit das Opfer von Ulrich nicht umsonst ist und es weiter eskaliert. Vater Abt, ihr könnt herauskommen. Die Bauern werden euch jetzt nichts tun. Wirklich, warum? Andreas hat den Mörder gefunden und es wurde recht gesprochen. Peter muss sein Wort halten. Bist du sicher? Bitte, Vater Abt, die Soldaten des Herzogs haben die Stadt umstellt. Wir müssen ihnen zeigen, dass ihr nicht in Gefahr seid und die Bauern euch nicht als Geisel halten. Wir wollen kein Blutvergießen mehr, Vater. Gott sei Dank. Endlich, es ist vorbei. Was ist an der Mühle geschehen? Wurde jemand verletzt? Wir haben Feuer gesehen. Peter, haltet ein. Ihr habt eure Gerechtigkeit bekommen.
Ihr habt geschworen, dass ihr dem Abt oder den Brüdern kein Leid zufügen würdet. Wisst ihr noch? Das habe ich. Heute muss nicht noch jemand sterben. Der Abt kann mit dem Herold des Herzogs sprechen. Ihr habt Lenhard für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Wir können den Herzog überzeugen, dass hier heute Gerechtigkeit geübt wurde. Otto ist tot, Ulrich ist tot. Wir können diese Sache überstehen, Peter. Es besteht noch Hoffnung. Alles kann wieder so werden wie zuvor. Genau, so wie vorher. Als wäre nie etwas passiert. Peter. Er zündet die Bibliothek an. Was habt ihr getan? Vater. Gott schütze uns. Er hat die Manuskripte in Brand gesteckt. Nichts wird sich je ändern. Die Bücher. Vater, was hast du nur getan? Wir brauchen das Wasser aus dem Brunnen der Schwestern. Schnell, bevor das Feuer sich ausbreitet. Peter, die Soldaten sind in der Abtei. Dort kommen sie. Wir müssen so viele Bücher retten, wie wir können. Nein, wir müssen verschwinden. Gott steh uns bei und sie fliehen alle und wir rennen da rein. Andreas, gehen wir. Geh. Klaus, geh da weg. Tut mir leid, ich kann nicht. Andreas! Okay, da sind die Soldaten und die Abtei brennt. Und die Bauern kämpfen, das ist gar nicht gut. Oh nein, da hinten ist Kaspar. Was tut er denn hier? Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich hoffe mal, dass Andreas da rausgekommen ist. Wir sehen die Mühle brennen, wir sehen die Abtei brennen. An alle interessierten Parteien bezüglich der Investitionen, die an dem Nürnberger Künstler Andreas Mahler für die Erstellung eines Wandgemäldes in der Liebfrauenkirche getätigt wurden. Das Kammergericht bestätigt die Urteile des Nürnberger Stadtgerichts und des Nürnberger Stadtrates vom 1526 und 1527. Alle Kläger haben Verträge mit Klauseln für die Rückzahlung ihrer Investitionen unterzeichnet. Da Andreas Mahlers Tod unbestreitbar durch höhere Gewalt erfolgte, also im Rahmen einer vertraglich festgelegten Ausnahme, bleibt sein Nachlass von Haftungsansprüchen freigestellt. Im Interesse der Freiheit der Frau darf seine Witwe Sabine alle fraglichen Investitionen behalten. Okay. Wir sind der 15. Tag im Februar Anno Domini 1534. Sind wir tot oder wird geglaubt, dass wir tot sind? Aha! Magdalene. Okay.
Fühlt sich an, als würde dieses Jahr schon früh kalt werden, oder? Tja, und Gertrude. In meinem Alter fühlt es sich an, als käme die Kälte jedes Jahr früher. Aber wir brauchen diese Kälte, damit die Blätter fallen und die Galläpfel mit ihnen. Was, ihr wollt nicht auf den Baum des Heiligen klettern, um sie zu pflücken? Schon in meiner Jugend hätte das ein göttliches Eingreifen erfordert. Nein, danke. Ich werde auf dem Boden bleiben und geduldig darauf warten, dass der Herr mich versorgt. Aber habt ihr keine Tinte im Laden eures Vaters? Für die Presse. Er lässt sie liefern. Das hier ist nur für meine eigenen Zeichnungen. Außerdem fühlt es sich manchmal gut an, etwas auf die althergebrachte Art und Weise zu tun. Und althergebracht ist sie. Ich muss das wissen. Hey Max, Schwester Gertrude. Gott segne euch, Meister Zimmermann. Ich habe euch gesagt, dass ihr mich nicht so nennen sollt. Was, Max? Warum? Mich nennen die Leute Ötz. Schwere ich mich deswegen etwa? Dabei ist es nicht einmal ein Name, es ist ein Tal. Ihr mögt den Namen Ötz. Und warum seid ihr so hochnäsig? Meister Zimmermann, würdet ihr Maria Magdalena Zeugin des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Max nennen? Wohl nicht. Dann scheint es nur angemessen, dass ihr Fräulein Druckerin bei ihrem vollen christlichen Namen nennt. In Ordnung, tut mir leid, Schwester. Tut mir leid, Max. Magdalene. Wie auch immer, euer Vater will euch sehen. Was, warum? Ist er nicht im Rathaus? Doch, ihr sollt seine Skizzen für das Wandbild holen und ihn bringen. Na gut, genug der Beleidigung für den Moment. Ich war auch fast fertig, Gott segne euch beide. Beeilt euch, Magdalene, der Rat wartet. Ich bin nicht sicher, warum ich das machen muss, aber ich sollte los. Ich glaube, Papa hat die Rathauspläne auf seiner Werkbank zu Hause gelassen, neben der Druckerpresse. Okay, das Wandbild. Und wir steuern Magdalene. Den Korb kann ich nicht mitnehmen. Okay. Mille. Ich bin fasziniert. Ich frage mich, ob das jetzt so bleibt. Okay, die Mühle ist auf jeden Fall wieder... Das Müllerhaus. Andreas. Okay, süße Streiche. Das machen wir. Es ist auf jeden Fall auch nochmal ein deutlicher Zeitsprung. Wenn man sich überlegt... Wie jung sie war. Bestimmt noch mal 10, 15 Jahre vergangen, oder? Das Druckerhaus, da wollten wir doch hin. So, was haben wir hier? Die Wandbildskizzen für das Rathaus. So möchte mein Vater es haben. Ich denke, das sind alle Pläne. Gehört das zu den Plänen? Hör auf. Hört auf. Das ist nicht Papas Handschrift. Ich kann sie tatsächlich irgendwie lesen. Was für eine seltsame Farbe. So eine Tinte haben wir nicht. Hat sie jemand hier gelassen? Geh mal auf die Tinte an. Das ist etwas, womit wir uns auf jeden Fall auskennen. Zumindest glaube ich das. Wie auch immer, ich nehme sie trotzdem mit. Gut, dann bringe ich die jetzt ins Rathaus. Also der Strippenzieher ist nach wie vor unterwegs. Andreas Mahler scheint tot zu sein. Wir steuern jetzt Magdalene. Das ist schade.
Das ist wirklich schade. Das ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Andreas überlebt und wir dann jetzt mehr Richtung Abtei wieder gehen können, weil wir relativ viel gegen Guy in der Hand haben. Und ich bin gespannt, ob wir noch Richtung Abtei gehen können, ob dort noch welche leben. Hier gibt es aber nichts zu entdecken. Eieieiei. Es ist mehr entglitten, als ich gedacht habe. Ich meine, okay, wir haben Lenhardt effektiv als einen der Hauptverdächtigen jetzt angeklagt. Aber dass Guy jetzt so komplett raus ist, gefällt mir eigentlich nicht. Gut, meine Freunde, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Es ist eine Menge passiert. Wir haben wieder einen Zeitsprung drin. Und wir steuern jemand anderes. Ich bin mal gespannt, ob wir zumindest Kaspar nochmal wiedersehen werden. Weil er ist ja anscheinend nicht nach Salzburg zurück, sondern hat sich das Spektakel angeguckt, wie die Truppen gegen die Bauern gekämpft haben in der Abtei. Und ich hoffe, dass Andreas das irgendwie rausgeschafft hat. Das wäre jetzt ein bisschen heftig, wenn er jetzt einfach weg wäre, oder? Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge zum Rathaus gehen und schauen, wohin sich die Geschichte noch entwickelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.